das Wasserschloss der Schweiz am südlichen Rand des Jura im Kanton Aargau. In einem malerischen Naturschauspiel vereinen sich Aare, Reuss und Limmat und münden wenige Kilometer weiter nördlich in den Rhein. 60% des Oberflächenwassers unseres Landes durchfließen diese Gegend in Richtung Nordsee. Die Flüsse prägten die Naturlandschaft und die Geschichte des Aargaus in besonderem Maße. Sie schufen seine vielgestaltige Topographie. Die ersten sesshaften Menschen siedelten an den Ufern des Wassers. Die Römer taten es ihnen Jahrtausende später gleich. Sie brachten die erste Hochkultur und die Flüsse wurden Verkehrsadern und Grenzen. Der Rhein sollte dies bis heute bleiben. Im Mittelalter entstanden im Aargau zahlreiche Klöster und Städte, die meisten wiederum am Wasser. Brücken entwickelten sich dank den Zöllen zu attraktiven Einnahmequellen. Die Flüsse bewegten Mühleräder und entsorgten den ersten Zivilisationsmüll. Im 18. Jahrhundert hielt die Industrialisierung Einzug. Die Kraft des Wassers trieb nun Textilmaschinen in Fabriksälen an. Bald gelang die Erzeugung von Strom und an der Schwelle zum 20. Jahrhundert entstanden die ersten großen Wasserkraftwerke. Dass der Aargau zum Stromkanton wurde, hat seine Ursache im Vorhandensein des vielen Wassers. Und die Menschen? Sie verehrten und fürchteten die Flüsse. Dichterinnen und Dichter fanden an ihren Wassern Inspiration für ungezählte Werke. So wie Paul Haller, der Urvater der modernen Aargauer Literatur. Er schrieb über seinen Lieblingsfluss, die Aare. Schweigend sinken Abendschatten über Strom und Feld und Hain. Sehnend ziehen die blauen Wasser dir vorüber nach dem Rhein. Die Historikerinnen und Historiker von Zeitgeschichte Aargau haben in einem mehrjährigen Forschungsprojekt die jüngste Vergangenheit des Kantons aufgearbeitet. Die Flüsse blieben auch im Untersuchungszeitraum seit dem Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart eine Konstante. Früher ist der Aargau in Literatur und Musik als Land der Ströme besungen wurde. Mit der Elektrizitätswirtschaft ist diese Umschreibung gewissermaßen doppeldeutig geworden. Sie meint heute den Wasserkanton und den Energiekanton. Mit der Atomforschung Mitte 50er Jahre und mit dem Bau der Atomkraftwerke Betznau und der weiteren zwei festigt der Kanton Aargau seine Bedeutung als Energiekanton. Dabei ist es naheliegend, dass sich das beispiellose Wachstum nach dem Zweiten Weltkrieg insbesondere entlang der Flüsse konzentriert hat. Hier sind zum Beispiel die städtebaulichen Experimente entstanden und in die Flusstälerie hat man auch die Autobahn gebaut. Mit 4 Thermalbädern entlang von Rhein, Limmat und Aare hat der Kanton Aargau die grösste Dichte an Heilquellen im Schweizer Mittelland. Die sind zum Teil seit der Antike bekannt. Im 20. Jahrhundert sind die Gewässer stark verschmutzt und verbaut worden, eine Folge des Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums. Im Aargau hat es darum frühe Bestrebungen gegeben, die Flusslandschaften und die Uferzonen zu schützen. Zum Beispiel in der Landwirtschaft machen wir in den 80er Jahren erste Versuche mit einer naturnäheren Produktion. Flüsse haben immer auch eine militärische Bedeutung gehabt. Das gilt für den Zusammenfluss von Aare, Reuss und Limmat, hier im Wasserschloss ganz besonders. Legionslager von den Römern bis auch in den Kalten Krieg. Über die Flüsse sind die Geschichten aus dem Aargau mit der weiten Welt verknüpft. Damit liegt Aargau gewissermaßen am Meer. Die Erzählung vom Aargau als Energie- und Verkehrsdrehscheibe ist vielen geläufig. Dass der Kanton in der geografischen Schnittmenge mehrerer Großstädte auch zu einem Experimentierfeld der Nachkriegsmoderne wurde, ist hingegen weniger bekannt. Sehr oft sind es die Flüsse, an deren Läufe sich das Geschehene erzählen lässt. Dieser Film porträtiert den Aargau aus Episoden seiner jüngsten Geschichte, als Abbild der Schweiz im Kleinen, als Swiss-Miniatur oder eben als Schweiz in einer Nussschale.
Murgental liegt am Schnittpunkt der Kantone Aargau, Bern und Solothurn. Hier, wo mit dem FC Goitschel 1965 die erste Frauenfußballmannschaft der Schweiz gegründet wurde, hier tritt die Aare ins Kantonsgebiet. Der längste Fluss der Schweiz gab dem Aargau und zahlreichen Orten ihre Namen und durchfließt den Wasserkanton als schimmerndes Band. Vorbei an Rotrist, wo seit 1953 Rivella herkommt. Hier fließt die Aare durch vermeintlich naturbelassene Landschaften. Doch man hört sie schon von Weitem und bald ist sie auch unübersehbar. Die Autobahn, von der es im Aargau 100 Kilometer gibt und die ihm die wenig schmeichelhafte Zuschreibung als Durchfahrtskanton brachte. Allerdings, der Aargau ist seit alters ein Verkehrskanton. Hier im Wiggertal kreuzen sich heute die Autobahnen A1 und A2. Nur ein Steinwurf davon entfernt treffen am Kreuzplatz in Oftringen die alten Landstraßen aus dem 18. und 19. Jahrhundert aufeinander. Wo einst in den Gasthöfen die Kutscher ihre Pferde gewechselt hatten, steht seit 1970 ein weitherum sichtbares Hochhaus. Über dieses Aare-Viadukt tritt die Autobahn A1 ins Kantonsgebiet. Sie ist die Hauptschlagader des motorisierten Individualverkehrs in der Schweiz. Verantwortlich für ihre Planung war in den 1960er Jahren der heute 89-jährige Ingenieur Herbert Otto. Damals war man froh, sehr froh sogar, dass man die Autobahn gebaut hat, dass die Dörfer jetzt zum Beispiel Oftringen, Saffenwil, Köllingen und so weiter vom Durchgangsverkehr Berns völlig entlastet wurden. Es war überhaupt kein Widerstand in der Bevölkerung, abgesehen natürlich von einigen betroffenen Landwirten. Wir hatten eine Abteilung Landerwerb, die von einem Juristen geleitet wurde und die, ich würde sagen, zu 95% freihändig das Land erwerben konnte. Es wurden Liegenschaften vorher gekauft vom Staat und nachher auch abgetauscht, soweit möglich. Und ganz wenige wurden enteignet. Unter Fanfarenklängen begaben sich die Geladenen in ihre in der Sonne brütenden Wagen für die Jungfernfahrt nach Lenzburg und zurück nach Sur-Grennichen. Die Kolonne zählte an die 100 Wagen. In gemächlichem Tempo bewegte sich der Zug durch das blühende Land, vorbei an schmucken Dörfern. Während der ganzen Fahrt zeigte sich die Bevölkerung durch spontanes Winken und Schwenken von Fähnchen erfreut über das gelungene Werk. Die Eröffnung war am 10. Mai 1967. Da wurde der Abschnitt Oensingen-Lenzburg eröffnet. Und es war eigentlich ein Jubel unter der Bevölkerung. Und ich hatte das Glück, in einem Cabriolet-Dörfchen mitzufahren. Der Bundesrat fuhr in einem Rolls-Royce. In Aarau wurden die Ufer der Aare Anfang der 1970er Jahre zum Schauplatz eines städtebaulichen Experiments. In vier gigantischen Scheibenhochhäusern entstanden 1200 Wohnungen. Damit ist die Telly-Siedlung die eigentliche Königin unter den Großüberbauungen der Schweiz. Von der Burg Auenstein berichtet eine alte Sage. Eine Königin habe dort vor Jahrhunderten gelebt, die von ihrem bösen Bruder am Leben bedroht wurde. In ihrer Verzweiflung stürzte sich die Unglückliche in die Aare, um in den Fluten zu sterben. Der Fluss aber erbarmte sich ihrer, fing sie sanft auf und trug sie fort in Sicherheit. Das Baumaterial für die Telly kam nicht von weit her. In den Kalksteinbrüchen wird das Rohmaterial abgebaut und zu Baustoffen verarbeitet.
1949 verlegte die Automobil- und Motoren AG, kurz AMAG, ihren Sitz von Zürich nach Schinznach und begann hier mit der Montage von englischen Autos für den Schweizer Markt. Die AMAG wurde zur größten Schweizer Automobilimporteurin, gefolgt von der ebenfalls aus Zürich stammenden Emil Frey AG. Diese zog 1950 nach Saffenwil. So wurde der Aargau zum Dreh- und Angelpunkt des aufstrebenden Automobilgewerbes, Jahre vor dem Bau der Autobahnen. Deren Fertigstellung auf Aargauer Boden konnte in den 1990er Jahren hier am Fuß der Habsburg gefeiert werden. Los! Die Autobahn A1, damals N1, ist in ungeheuer schnellem Tempo gebaut worden. Da jetzt, wir haben es gehört, weniger Widerstand gegeben. 1971 ist der letzte Abschnitt eröffnet worden und Zürich-Bern war durchgängig befahrbar gewesen. Im Aargau ist aber sage und schreibe noch 25 Jahre gegangen, bis 1996 das letzte Teilstück Autobahn konnte eröffnet werden. Das ist die Strecke von der damaligen N3, heute A3, zwischen Fricktal und dem Anschluss Birfeld. Die Autobahn hat ihren anfänglichen Zauber schnell verloren. Es hat Lärm gegeben, es hat Staub gegeben, es hat Emissionen gegeben und die Leute haben sich wehren gegen den Bau von weiteren Autobahnen. Wir stehen hier unter dem Autobahnviadukt im Schinznacher Feld. Das ist eine Art Kompromissbauwerk. Die ursprüngliche Linienführung hat vorgesehen, ein 2 km langes Viadukt über das Aaretal zu bauen. Das ist massiv bekämpft worden von Natur- und heimatschützerischen Kreisen. Und man hat sich dann auf diese Linienführung hier können einigen, wo viel geringeren Eingriff in die Natur darstellt und wo man auch mit einer ökologischen Ausgleichsfläche kompensiert hat, was für die damalige Zeit eine Pioniertat war. Das Frauenkloster Pfarr ist eine Oase der Ruhe und der Einkehr im pulsierenden Limmertal zwischen Zürich und Baden. Nur wenige Besuchende aus der Großagglomeration wissen, dass sie sich hier im Aargau befinden. Die 1,5 Hektar kleine Anlage gehört zur Gemeinde Würenlos, ist aber vollständig vom Kanton Zürich umgeben. Wer sie betritt, taucht ein in eine andere Welt. Die einzige Exklave des Aargaus entstand aus religionspolitischen Gründen. Ihr Name stammt von der seit alters bestehenden Fähre über den Fluss. Diese ermöglicht noch heute die schönste und würdigste Ankunft an diesem kraftvollen Ort. Hier lebte und wirkte während über 60 Jahren die große Schriftstellerin und Dichterin Silja Walter als Schwester Maria Hedwig. Sie folgte nach dem Zweiten Weltkrieg dem Ruf des Flusses und der inneren Stimme hierher. Sie schrieb: Wasser durch Jahrhundert Ufer, immerfort dahin, dahin. Mond und Himmel ruhen darin. Über weißen Kerbelwiesen, kleiner Turm, da steht die Zeit, fließt und ruht im Jetzt und Heut. Fluss und Fähre müssen fahren immer fort. Wohin? Dahin, wo ich hingerufen bin. '41 hat der grosse Rat im Kanton Aargau alle Klöster auf Kantonsgebiet aufgehoben. Liberale Politiker wie der Augustin Keller haben den Antrag damit begründet, dass die Klöster die Bevölkerung gegen den Staat aufgehetzt haben. Das hat auf eidgenössischer Ebene eine Krise ausgelöst. Die Klosteraufhebung im Aargau war vorbereitend für den Sonderbundskrieg 1847. Der letzten militärischen Auseinandersetzung in der Schweiz.
Das Resultat davon war, dass die Schweiz von einem Staatenbund zu einem Bundesstaat geworden ist. 1843 hat man da im Kanton Aargau einen Kompromiss gefunden. 4 Frauenklöster hat man wieder hergestellt, unter anderem das Kloster Fahr. Es ist ein lebendiges Kloster. Da lebt eine Klostergemeinschaft, wo der benediktinische Tag lebt, wo geprägt ist durch die Gebetszeiten. Wir pflegen die Gastfreundschaft, wir sind sehr offen, wir empfangen Besucherinnen und Besucher. Zum Kloster Fahr gehört ein Landwirtschaftsbetrieb mit Obstbau, Ackerbau und Weinbaubetrieb. Dann gehört ein Restaurant dazu, ein Ausflugsrestaurant, das auch noch Seminarräume hat, Familienfest. Wir haben eine ehemalige Bäuerinnenschule im letzten Jahrhundert bis das Jahr. In diesem Jahrhundert 2013 hat man eine Bäuerinnenschule geführt. Das sind so Betriebe, die gewachsen sind und die man auch in die Zukunft führen kann. In der ehemaligen Bäuerinnenschule ist jetzt geplant, dass es ein christliches Mehrgenerationenwohnen wird geben. Noch heute sieht man viele von diesen Klöstern im Kanton Aargau. Ich denke hier zum Beispiel an das Kloster Wettigen, wo heute Kantonsschule ist. Wir haben aber auch Klöster, die früher als 1841 aufgehoben worden sind. Da ist zum Beispiel Olsberg, wo heute auch eine Schule ist. Wir haben Klöster, die zu Pflegeinstitutionen geworden sind, zum Beispiel Gnadental im Rüstal. Und so sind die Gebäude eigentlich erhalten geblieben und man hat ganz viele verschiedene Verwendungszwecke für die auch gefunden heute. Bis zu musealen Verwendungszwecken, zum Beispiel auch in Königsfelden, wo nochmal ganz eine andere Geschichte ist, wenn es aufgehoben worden ist im Zusammenhang mit der Reformation. Aber Königsfelden kann man heute anschauen und ist auch ein Konzertort. Spreitenbach. Ab hier durchfließt die Limmat den Aargau. Bis weit in die 1950er Jahre war das Limmattal eine landwirtschaftlich geprägte Geländekammer, fernab des Stadtlärms. Dann wurde sie von einem immensen Bauboom erfasst und die Baumaschinen sind bis heute nicht verstummt. In Spreitenbach entstand das erste große Einkaufszentrum der Schweiz. Es wurden hier aber auch neuartige raumplanerische Konzepte realisiert. In die Hochhausstadt von Neuspreitenbach zogen in den 1960er Jahren viele unverheiratete Paare aus Zürich. Denn im Gegensatz zur Zwinglistadt erlaubte der Aargau das Zusammenleben im Konkubinat. Für den Bau eines der größten und leistungsfähigsten Rangierbahnhöfe Europas wurden in den 1960er Jahren 120 Hektar Landwirtschaftsland geopfert. Die Bauern zogen weg. An ihrer Stelle siedelten sich Firmen an, denen es in der Stadt zu eng geworden war oder die in der Schweiz Fuß fassen wollten. Zum Beispiel IKEA 1973. Während im Limmattal an der Fertigstellung der letzten Autobahnkilometer gearbeitet wurde, nahm in Spreitenbach die Firma Zweifel die Fabrikation von Pommi-Chips auf. Die Firma Zweifel baut hier in Spreitenbach ab Ende der 60er Jahre ihren Firmensitz für ihre Pommi-Chips, für ihre Zweifel Pommi-Chips. Und bald führt hier nebendran ein Eis vorbei, die neue Autobahn. Und ab hier kann die Firma ihre Chips in der ganzen Schweiz vertreiben. Sehen Sie, ich habe es ja gesagt, man kann einfach nicht aufhören. So. Zweifel bringt das Produkt von ihren Pommes-Chips in den 50er Jahren auf den Markt und bewirbt es auch sehr erfolgreich als, aus der amerikanischen Partyküche, als Beilage eigentlich. Nicht nur beim Apero, sondern zum Beispiel auch beim Boulet, was etwas sehr Schweizerisches ist.
macht wirklich erfolgreich Werbung, zum Beispiel mit einem frischen Service, also so Lastwägel, die in der ganzen Schweiz die Chips austeilen und aber auch wieder abholen, wenn sie nicht mehr ganz so frisch sind. Das ist eigentlich der grosse Erfolg dieser Firma, den sie nicht zuletzt dank der Werbung erreicht. Und eine kalte Platte mit Zweifelbommi-Chips gibt es daraus direkt ein kleines Festchen. Sie sind halt einfach gut, die Kugelchips. Die Chips von Zweifel fanden nicht zuletzt in der Autobahnraststätte Würenlos, wenige hundert Meter flussabwärts, guten Absatz. Die Shoppingbrücke, bald Fressbalken genannt, wurde 1972 eröffnet. Das Medienecho auf dieses neuartige Bauwerk war groß. Es war eine Sensation damals. Über 140 Meter hat sich das Autobahnbrücken-Restaurant erstreckt. Quer über die Autobahn. Man hat da 17 Läden in Betrieb genommen und mehrere Gastroangebote, darunter eines der ersten Selbstbedienungsrestaurants von Mövenpick. Es war ein Ausflugsort für Leute, die einfach etwas erleben wollten. Man hatte ein Unterhaltungsprogramm, auch eine Kinderhütte, wo man Kinder zum Spielen bringen durfte. Es war europaweit oder vielleicht sogar weltweit damals das grösste Autobahnbrücken-Restaurant. Trotz kritischer Stimmen hat der Fressbalken einen Kultstatus erreicht. Man hat ihn sogar neben dem Bundeshaus im Swiss Miniature in Melide abgebildet. Die Reuss. Sie hat den Vierwaldstättersee erst wenige Kilometer verlassen und bildet hier im ländlichen Oberen Freiamt die Grenze zum Kanton Zug. Bei Sins verrät die alte Zollbrücke, dass der zum Dorf gehörende Weiler Meienberg einst ein habsburgisches Städtchen war. Über seinen Fluss schrieb der aus Bremgarten stammende Schriftsteller Silvio Blatter: Und die Reuss war immer da. Das unmerkliche Grundgeräusch des Flusses, den Einheimische in sich spürten, in sich trugen wie ein Geheimnis, wie ein geheimes Fieber, die alte Reuss. Sie bildet die Achse der Galaxie Freiamt. Die Gewässer sind stark unter Druck gekommen. Im wasserreichen Kanton Aargau erstaunt es darum nicht, dass man früher in den Schutz der Ufer und der Gewässer investiert hat. Ein Beispiel ist das Hallwiler Seeschutzdekret von 1986. Es geht zurück auf eine Verordnung von 1935. Ein weiteres Beispiel ist der Auenschutzpark. Er ist ab den 1990er Jahren realisiert worden und hat den Schutz und den Erhalt der Auenwälder zum Ziel. Ein wegweisendes Projekt ist die Rüstalsanierung, die hier im Freiamt an der Rüss realisiert worden ist. Im Herbst wird im Kanton Aargau über ein Gesetz abgestimmt werden, das mit dem Reusstal zu tun hat. Und ausnahmsweise sind sich fast alle Beteiligten weitgehend einig. Das Aargauische Elektrizitätswerk, das sein Reusskraftwerk bei Zufikon vergrößern und flussabwärts verlegen will,
die Bauern, die sumpfige und oft überschwemmte Felder meliorieren wollen, und der Naturschutz, der mindestens 250 Hektar Reusstalboden zwischen Mühlau und Mellingen zu Reservaten machen will. Aber das kostet Geld. Der World Wildlife Fund hat die Erhaltung des Reusstales als Naturschutzprojekt von internationaler Bedeutung eingestuft und führt nun diesen Monat eine Sammlung durch, die die Mittel zur Rettung gefährdeter Naturreservate liefern soll. Auch ein wesentlicher Teil war die Zweckentfremdung. Es dürfen ausser landwirtschaftliche Bauten keine Bauten mit reinkommen. Und man stellt sich vor, das ist 10 Kilometer vom Stadtrand von Zürich. Wenn Sie das vergleichen mit dem Limmatal, das wäre alles überbaut heute, oder? Zum Schutz des Sees und der Vögel hat der aargauische Regierungsrat nun eine Verordnung erlassen, wonach Baden und Fischen und außerhalb der normalen Fahrrinne auch jeder Bootsverkehr untersagt sind. Für den Aargau war es damals eines der drei grossen Vorhaben. Es hat separate Projektleitungen, die die Regierung eingesetzt hat, nämlich für die Reusstalsanierung, für die Schulbauten und für die Spitalbauten. Das waren drei Projektleitungen. Und erstmals aufgrund dieser Vorgeschichte hat der Naturschutz volles Stimmrecht in der Projektleitung Reusstalsanierung. Im 1979 ist die dritte europäische Umweltministerkonferenz in der Schweiz. Das sind 21 Umweltminister vom Europarat gewesen. Und die haben in Bern die Berner Konvention verabschiedet. Und als Fallbeispiel ist die Reusstalsanierung ausgewählt worden. Da ist also ein Konvoi von mehreren Gar von Bern hierher gefahren mit Polizeischutz, alles dreisprachig und so weiter, und hat sich das Projekt angeschaut. Das hat dort internationale Beachtung gefunden. Und auch hier damit eine Ausstrahlung über den Kanton Aargau aus, über die Schweiz aus, wo doch eine Anerkennung war von dieser Riesenarbeit. Ja, also eben ich. Der Rhein. In Kaiserstuhl wird der Fluss der Flüsse Aargauer. Das verschlafene Städtchen mit seinen rund 400 Einwohnerinnen und Einwohnern ist die kleinste Gemeinde der Schweiz. Und dies trotz seiner langen Geschichte und seiner stolzen Bauten. Die Gründung von Kaiserstuhl erfolgte im 13. Jahrhundert durch die Freiherren von Regensberg. Gut möglich, dass der Ort aber schon vor unserer Zeitrechnung unter den Römern besiedelt war. Sie befestigten den Fluss als Reichsgrenze gegen die Germanen. Jahrhunderte später wurde er zur Landesgrenze. Während dem Zweiten Weltkrieg erlebten die Menschen hier eine sorgenvolle Zeit in Sichtdistanz zum Kriegsgeschehen. Und wieder wurde der Fluss zur militärischen Festung, die bis heute sichtbar geblieben ist. Der alte Marktflecken Zurzach. Seit dem Mittelalter weit herum bekannt für seine Warenmessen, entwickelte er sich in den 1950er Jahren zu einem Kurort und nennt sich heute Bad Zurzach.
Der Aargau ist bekannt für seine Thermalbäder und seine Heilquellen. Viele von denen sind schon sehr alt, die gibt es schon sehr lange. Wir sind hier aber am Ort, wo das jüngste Thermalbad steht, in Bad Zurzach. Die Quelle ist 1954 erfolgreich erschlossen worden. Man hat sie aber schon viel länger kennt, schon seit 1914. Ist aber dann vorerst nicht ausgebüttet worden. Dann in den 50er Jahren ist das Wasser gesprudelt und die Leute sind sofort von überall her auf Zurzach gekommen. Mehrere hundert Gäste pro Tag, obwohl es noch gar keine richtige Badanlage gegeben hat, noch keine grosse Infrastruktur. Und so ist sehr schnell ein Boom entstanden in Zurzach. Die Leute haben an die Quelle geglaubt, haben angefangen zu bauen. Es hat ein grosses Aussenbad gegeben, auch ein Hallenbad dann. Es hat eine Kuranlage gegeben, einen Kurpark, eine Klinik mit einem medizinischen Angebot, einem therapeutischen Angebot. Und es hat Erfolg. Also die Leute kommen hierher. 1977 gibt es schon mehr als 1 Million Eintritte pro Jahr. Das heisst mehrere Tausend pro Tag. Zurzach wird zu einem der ganz grossen Thermalbäder in der Schweiz und zum grössten im Aargau. Zurück an die Reuss nach Bremgarten. Das beschauliche Habsburger Städtchen hat mit seinen Jahrmärkten eine über 700-jährige Tradition. Mitten durch die Marktgasse führte die alte Landstraße von Zürich nach Bern. Was für die Geschäfte lange Zeit ein Segen war, entwickelte sich im fortschreitenden 20. Jahrhundert zum Fluch. Die tägliche Blechlawine vertrieb die Menschen aus der unwohnlich gewordenen Altstadt. Nach der Eröffnung einer Umfahrungsstraße Mitte der 1990er Jahre wurde es wieder ruhig in Bremgarten. Für viele Gewerbetreibende zu ruhig. Aus einer seit Jahren stillgelegten Fabrik vor dem Stadttor drang jedoch urplötzlich pulsierendes Leben. Jung, schräg und bunt. Und plötzlich war es in Bremgarten wieder laut. Anfangs der 90er Jahre gibt es interessanterweise so eine neue Welle, wo man Gebäude besetzt im ganzen Kanton Aargau. Also von Rheinfelden bis ins Freie Amt. Und an den meisten Orten war das nur eine ganz kurze Zeit. 2-3 Monate, wo man da die Räume behalten konnte. Und bei der Kleiderfabrik in Sprengarten ist das komplett anders. Da hat man eine langfristige Lösung gefunden. Und es ist jetzt bald 30 Jahre, dass hier ein autonomer Raum besteht. Und das Interessante ist, es ist eigentlich das älteste autonome Jugendzentrum, Kulturzentrum, das sich selber finanziert. Das heisst, es werden keine öffentlichen Gelder in Anspruch genommen. Die Fabrik ist zu einem alternativen Kulturzentrum geworden. Das war der Stadt allerdings ein Dorn im Auge. Sie hatte Bedenken, vor allem wegen der feuerpolizeilichen Vorschriften. Im Januar 1991 sind die Bewohner aufgefordert worden, auszuziehen, was sie auch gemacht haben. Sie haben sich daraufhin im Verein Kulturzentrum Bremgarten, kurz QZ, organisiert und versucht, die Liegenschaft zu mieten. Vergeblich. Im August 1992 ist der Verein also in der Kleiderfabrik wieder aktiv geworden. Von außen war keine Lösung zu erwarten und so hat man selber die Initiativen ergriffen. Es war das Ideale an diesem Haus, dass es neben dem Konzertkeller noch diverse Atelierräume und eine grosse Werkstatt haben. Wir haben ein Kino, es hat auch eine Theatergruppe geübt und selber ein Theater aufgeführt.
Atelierräume sind es mehrere, also es hat Oberstein, also es hat im ganzen Haus verteilt eigentlich so Ateliermöglichkeiten. Für uns war einfach immer der Ansatz, dass wir nicht einzelne Leute in Atelier vermieten, sondern es sollen immer eigentlich für mehrere Leute zugänglich sein, oder für alle. Also es kann sich jemand darum kümmern, es kann jemand darin arbeiten, aber man kann nicht für sich ein Atelier mieten und abschliessen. Es ist halt eigentlich das ganze Haus immer für alle zugänglich und benutzbar sein. Das haben wir so als Grundsatz gehabt. Wir sehen das eigentlich als Plattform, wo alles Mögliche kann laufen kann, wo irgendwie in unseren Rahmen passt. Das übrigens ist von Toto ein schöner Ort. Der Besitzer ist dann so weit eigentlich. Ja, er hat immer gesagt, er sei. Er hat uns das nicht erlaubt, aber er hat auch nichts dagegen, so im Stil. Wir müssen einfach mit der Behörde klarkommen. Für uns war das eigentlich ein guter Deal, weil das ist eigentlich das, was wir wollen. Durch dicht besiedeltes Gebiet mäandriert die Reuss als wilder und unverbauter Fluss zwischen Bremgarten und Windisch. Kein Wehr und kein Kraftwerk stört die Idylle. Das Gesetz über die freie Reuss von 1965 will es so. Der Blick von oben zeigt jedoch das jähe Aufeinandertreffen von unberührter Natur und Agglomeration. Erster Mai 1308 beim Reuß-Übergang in Windisch. Hinterrücks wird der Habsburger König Albrecht I. von seinem Neffen ermordet. Ihrem Gatten zu Ehren lässt die Königswitwe Elisabeth am Ort des Geschehens ein Kloster bauen. Sie nennt es Königsfelden. Seit dem späten 19. Jahrhundert befindet sich auf dem weitläufigen Areal von Königsfelden die kantonale psychiatrische Klinik. Die einstige Textilfabrik Kunz in Unterwindisch. Seit den 1820er Jahren und bis zur Jahrtausendwende wurde hier Garn produziert. Viel Garn. Kunz war im 19. Jahrhundert eine der größten Spinnereien Europas. Heute ist das Areal ein Kulturgut von nationaler Bedeutung und ein beliebter Wohn- und Arbeitsort. Es ist die letzte Station der Reuss, bevor sie in die Aare mündet. Am sonnenverwöhnten Brugger Berg wurde in den 1950er Jahren erstmals eine großflächige Bebauung mit Terrassenhäusern propagiert. Das gestaffelte Haus am Hang war damals ein Bautyp, den die Schweiz noch nicht kannte. Nur fragmentarisch wurde diese Planung in den 60er Jahren realisiert. Die Schlucht in Brugg ist die schmalste Stelle der Aare im Mittelland. Der Fluss ist hier mit 17 Metern tiefer als breit. Das Engnis an der Nahtstelle zum Jura ist ein geschütztes Naturdenkmal. Bedeutend ist dieser Ort aber seit jeher auch für das Militär. Die alte Garnisonsstadt Brugg ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts Kasernenplatz der Schweizer Armee. Bereits die Römer konnten hier einen Brugg bauen, haben hier den Verkehr über die Aare rüber geleitet. Später haben die Habsburger die Stelle übernommen, haben den Schwarzen Turm gebaut. Und im Kalten Krieg ist natürlich wichtig, sie haben bereits im Zweiten Weltkrieg einen Gegner hätte müssen, eine Brücke einnehmen, um auf die andere Seite kommen.
Also eine Brücke müssen können verteidigen und eine Brücke müssen möglichst bis zum letzten können behalten. Und wenn man eine Panzersperre drauf gebaut hat, hat sie aber auch vermint gehabt. Das heisst, man hat Sprengstoff in die Brücke eingebaut und hätte den könnten auslösen, bevor der Gegner die Brücke in die Hand bekommen hat. Sprengstoffelemente hat man in die Brückenpfeiler hier. Die Auslösung wäre im Schwarzen Turm erfolgt. Dort wäre der Mineur gewesen, denn dort könnte die ganze Sprengladung auslösen. Massive, zweistufige Pressluft-Tauchgeräte gehören wie die Pistole und das Funkgerät im Trockenbeutel zur Standardausrüstung unserer frischgebackenen Armee Tauchschwimmer. Mit Abschluss der Genie-Rekrutenschule 235 sind in Bruck die zwei Dutzend Superathleten der Öffentlichkeit vorgestellt worden, die die außerordentlich harte und vielseitige Grundausbildung der neuen Elitetruppe mit Erfolg durchgestanden haben. Die Taucher waren eingeteilt in den Armeekorps, in der Regimentstabskompanie hat es je einen Taucherzug, also wir hatten vier Taucherzüge gehabt, oder? Und dort hat man nebst dem Erkunden, Aufklären, Suchen, Bergen, Sabotageaktionen, das hat man in dieser Zeit natürlich immer trainiert. Die Abschlussübungen im offenen, reißenden Wasser der Aare zeigen, wie viel von den Tauchschwimmerkommandos verlangt werden kann. Sogar 5 bis 7 Meter hohe Sprünge aus Helikoptern gehören ins Trainingsprogramm. Hier handelt es sich um einen Auftrag zur Sprengung von Unterwasseranlagen. Das hat man alles entwickeln. Wie kann man eine Ladung unter Wasser zünden, ohne dass man mit einem Kabel aus der Ferne zünden kann, sondern eine bürotechnische Einrichtung hat man dann gemacht. Mit den vorhandenen Mitteln, hat aber tadellos funktioniert. Das haben wir dann auch überhaupt nicht. Stahlträger sprengen unter Wasser. Tannenpfeil sprengen unter Wasser, also die Brückenjoche, die man reinrammen. Solches Zeug haben wir nachher gesprengt unter Wasser. Man bringt Zündschnüre an, die gegen Nässe unempfindlich sind. Erst die Explosion wird hier zeigen, ob alles richtig fixiert wurde. Und irgendwann ist bei der Genietruppe das grosse Sparen eingekehrt. Und hat man gesagt, wo kann man sparen. Und dann hat unser Regimentskommandant gesagt, ja Taucher, die brauchen wir ja nur noch so für Nebensachen. KP-Wach machen und so. Also wir haben uns eigentlich keinen Auftrag mehr gegeben. Wir haben immer selber in der WK uns selber beschäftigt. Wir haben Tauchtechnik trainiert, wir haben uns an Schuhe gehalten, wir haben in den Manöver Aktionen geplant, wo wir zum Beispiel Pontonier bei einem Brückenbau angegriffen haben. So Sachen hat man gemacht, aber das hat alles unsere verkäuferische Initiative hat nicht gelangt für uns am Leben zu erhalten. Und so hat man gesagt, per Ende 79, also auf 1.1.80, tut man die Truppen auflösen. Im Zweiten Weltkrieg hat man hier im Wasserschloss den Bunker gebaut. Und das Interessante ist, wenn wir auf der Karte schauen, das Wasserschloss wird nie als Wasserschloss bezeichnet. In alten Büchern reden wir vom Zusammenflussgebiet. Und der Begriff Wasserschloss ist eigentlich erst in den 70er Jahren aufgekommen. Unter anderem auch der militärischen Operationsbefehl, wo es darum gegangen ist, das Wasserschloss müssen wir verteidigen, einen allfälligen Angriff müssen wir genau hier können stoppen, damit der Gegner nicht ins Mittelland weiterstoßen kann. Und der Bunker ist lange im Dispositiv drin geblieben und ist heute ein militärhistorisches Objekt. Die Limmat erreicht Wettingen. Sie verbindet hier Stationen eines Kontrastprogramms. Kraftwerk und Autobahn, Kloster und Großüberbauung, Naturbelassenheit und bald wieder Kraftwerke im nahtlosen Wechsel. An der engsten Stelle, wo sich die Limmat durch den letzten Ausläufer des Jura gefressen hat, entstand im Hochmittelalter das Städtchen Baden. Dessen Name war Programm.
In den 47 Grad heißen Quellen wird vermutlich ohne Unterbruch seit der Antike gebadet. 1891 begann die Transformation der Bäderstadt zur Industriestadt. Zwei junge Ingenieure, Charles Brown und Walter Boveri, erhielten damals den Auftrag für den Bau des ersten großen Wasserkraftwerks im Aargau. Sie gründeten dafür eine elektrotechnische Firma und verpflichteten sich dazu, diese in Baden anzusiedeln. Brown, Boveri und Company, kurz BBC, erlebte einen kometenhaften Aufstieg, wurde zum Weltkonzern und zum größten privaten Arbeitgeber der Schweiz. In den 1960er Jahren standen alleine in der Region Baden rund 20.000 Mitarbeitende auf den Lohnlisten von BBC. Die heutige ABB gab die entscheidenden Impulse für das Werden des Energiekantons Aargau. Wir sind hier an einem historischen Ort mit dem Kraftwerk Kappelerhof. Und es ist tatsächlich ein wichtiger Ort für die BBC als Startanlass. Sie bauen die ersten Turbinen hier. Es geht weiter mit dem grossen Kraftwerkbau. Für das braucht es allerdings auch eine Finanzierungsgesellschaft. Und darum entsteht die Motor AG, später Motor Columbus, auch in Baden. Weiter haben wir hier in Baden den nächsten Nukleus, der ein wichtiger Arbeitgeber und Taktgeber wird sein für die Schweiz, ist die NOK, Nordostschweizische Kraftwerk AG. Das Zusammenspiel dieser Akteure führt auch dazu, dass wir im Kanton Aargau 1955 die Gründung haben von der Reaktor AG. Der Gründungsakt findet statt im Kursaal Baden und gebaut wird dann das Ganze in Nürlingen. Der Schwerwasserreaktor Diorit ist das erste große Werk der schweizerischen Technik im Dienst der Atomenergie. Die schweizerische Industrie hat mit dem Bau dieses Reaktors bewiesen, dass sie fähig ist, mit den neuesten, schwierigsten Aufgaben der Energieerzeugung fertig zu werden. Das geleistete Werk mit den zusätzlichen Einrichtungen für Wärmeaustausch und Wasserumwälzung ist eindrucksvoll genug. Es wird von nun an der schweizerischen Forschung unschätzbar große Dienste leisten. Das Spannende an der Reaktor AG ist, dass damit die ganze Wirtschaft, Elektrowirtschaft, Maschinenindustrie, Elektrowirtschaft, auch die Banken, die Finanzwirtschaft eingebunden ist in ein grosses Projekt vom Bau von Atomkraftwerken schlussendlich. In Betznau im Kanton Aargau steht das erste Atomkraftwerk der Schweiz in Betrieb. Die Hauptakteure hinter der Gründung der Reaktor AG ist der Kernphysiker Paul Scherer von der ETH und der Walter Boveri von der BBC. Koblenz. Hier vermählen sich Aare und Rhein. Und hier sammeln sich ihre Episoden für die gemeinsame Weiterreise. Sie wird facettenreich sein. Die vielen Geschichten von Fabrikstädten, von Kraftwerken, von Trabantensiedlungen, von römischen Fundorten und von den Menschen, die sie geprägt haben. Sie müssen anderswo erzählt werden. Der Rhein nimmt sie mit. Quer durch Europa. Nach Rotterdam, wo sie ins Meer münden. Die Aare macht sich breit und überflutet unsere Gärten. Es gibt Rüebli statt Zwiebeln, es gibt Biber und Himbeeren. Schmalspurflüsse benetzen die Seitentäler bis zum Halt auf Verlangen an den Endmoränen. Die Limmen branden besoffen. Rock'n'Roll Aargau
verteilt. Verkleidete Piraten basteln heute aus Stroh und sie rudern auf Weidling im Freiamtensturm. Aargau, Rüßgau, Rheingau.